Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Half-Life 2. Wir sind zurück bei einer elektrisierenden bei einem elektrisierenden Erlebnis Wasser unter Strom. Das ist immer schön und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier tun muss. Hier sind eine Menge Kisten, da hinten ist ein tolles langes Rohr, auf das ich gerne drauf springen möchte. Ich speichere nochmal kurz ab und dann nehme ich ein paar Schritte Anlauf und versuche da drüber zu hupsen. Jo, das funktioniert. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Nur die Frage ist, die Frage darf erlaubt sein, wie wir da rüberkommen, ohne Strom zu fangen. Jetzt sind wir natürlich da. Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel, wird das gehen? Wird das funktionieren? Wenn ich da hinten dieses, ja, das hier funktioniert. Wenn ich da dieses Floß dahin fallen lasse. So ungefähr. Okay. Und jetzt müsste ich da eigentlich irgendwas draufstellen, dass ich da hinkomme. Oder kann ich das irgendwie ausstellen? Das Wasser. Ich habe keine Ahnung. Da sowas vielleicht. Ja. Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Okay, aber die Tonne, die müsste gehen. Ja. Okay. Das hat ja schon mal nicht so gut funktioniert. Die Tonne müsste aber eigentlich unkaputtbar sein. So wie ich das in Erinnerung habe. Scheiße. Hier können wir rein? Oh. Alter. Wie komme ich hier auf die andere Seite? Das ist jetzt die Frage. Aber ich war doch mit den Füßen, war ich doch schon im Wasser drin. Komm, warum habe ich nichts abgezogen bekommen? Kann ich wieder hoch? Pff. Da geht's nicht weiter. Da oben, über diese Rohre könnten wir drüber. Da kämen wir aber. Ach, geh weg. Was ist denn hier mit? Was ist denn? Genau, wenn wir uns hier so einen Weg bauen. Oh. Das ist vielleicht nicht so schlau, wenn wir diese Fässer benutzen. Na. Einfach so. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Ich weiß es nicht. Finden wir heraus. So. Ja, das funktioniert sehr gut. Jetzt haben wir nur noch 6. Ah, scheiße. Alter, und da hinten geht schon wieder die Party ab. Ich hoffe, wir bekommen bald Energie zurück. Ich speichere jetzt. Alter. Ich. Ja. Steht da hinten ja auch auf. Wow. Wir sollten uns entfernen. Schnell nachladen und das Ding erstmal näher kommen lassen. Leben am Limit, Alter. Leben am Limit. Okay. Nix. Wir bekommen einfach gar nichts. Okay, hier bekommen wir Energie. Die nehme ich doch gerne. Ein bisschen Anzug bekommen wir hier auch noch. Sehr schön. Hier können wir hier irgendwas machen. Den Strom vielleicht ausschalten. Sehr wahrscheinlich nicht, wie ich das Spiel kenne. Der Typ hat es nicht geschafft. Die Kiste auch nicht. Wir müssen weiter. Bisschen umgucken hier. Na. Die Tür geht offen. Kommen wir denn hier raus? Pass mal auf, wenn wir jetzt dieses Ding benutzen. Sind wir hier richtig? Es scheint auf jeden Fall hier weiterzugehen, aber ist das auch so gewollt? Was passiert denn, wenn ich dann. Ah! Ja. Ich wollte gerade. Ah! Guck mal einer an. Da oben ist noch was für uns.
Das nehme ich gerne mit. Jo. Oder auch nicht, weil wir voll sind. Aber hier geht es definitiv weiter. Das freut mich sehr. Dann haben wir auch die Rumsucherei. Haben wir auch gespart in diesem Abschnitt. So, das ist hier dran. Ein gähnendes Nichts. Eine gähnende Leere. So, hier hinten. Sterilisatoren und Hemfelder eventuell beeinträchtigt. Flugüberwachung 6 und 8. Sofort gemeinsam einschreiten. Wo denn? Da unten sind die. Können die zu mir kommen? Trottel. Ja, ja, komm. Beruhig dich mal. Oh, da ist noch einer. So. Korrigiere. Da war noch einer. Wir laden schnell nach. Erkunden den Rest. Da kommen wir leider nicht durch. Okay. Da sind doch bestimmt noch welche von diesen Pappenheimer. Granaten voll, alles voll, aber keine Energie, kein Anzug, kein gar nichts. So, was haben wir hier von Apparatur? Nix. Na, wo seid ihr? Muss ich jetzt da runterspringen oder was? Oh nö. Es kommen jetzt noch mehr Soldaten rein. Vielleicht sind noch Türme in der Nähe. Mhm. Ich speichere mal ab. Alter, drei Geschütztürme. Es gibt Soldaten auf allen Seiten. Kein gutes Gefühl, leider. Gar kein gutes Gefühl habe ich. Ich lade mich mal voll auf, so viel wie es geht. Die Dinger hängen ja nicht umsonst da. Anzug und Leben, volle Pul... Es geht los. Scheiße. Ich speichere hier ab. Da hinten Hände. Hey. Wieso kommt der... Wieso kommt der von der Seite? Ach du Scheiße. Müssen wir also auch mit eingreifen, okay. Also sie können jetzt von allen Seiten kommen. Boah, ist das krass, ey. Scheiße, ist da noch was drin? Hier, Soldaten. Hier ist noch was drin. Okay, okay, okay. Vorsichtig. Nerven bewahren und aufpassen. Scheiße. Die dürfen halt nur keine Granaten werfen. Dann ist schlecht. So, momentan sieht es noch ganz gut aus, aber ich habe so das Gefühl, dass das da echt hart wird. Okay, das war's für das Teil. Das wird jetzt rumfliegen. Das macht... Obwohl... Noch mehr Soldaten kommen, Boden. Ach, jetzt kommen... So Scheißteile. Ja, Schluss. Alter, ist das ein Stress hier. Wie gesagt, die dürfen nur keine Granaten werfen. Dann sehe ich eigentlich... Chancen für uns, wollte ich gerade sagen. Komm, stell das Ding auf. Scheiße. Ich werde von allen Seiten beballert. Das Ding kaputt? Scheiße, es ist tatsächlich kaputt. Ja. Es
im Arsch. Da muss irgendwo ein Soldatennetz sein. Sie kommen von überall her. Alter, die sind gleich tot. Bist ja nachgeladen. Scheiße, ich glaube jetzt... Ich glaube, an dieser Stelle ging es erst richtig los. Das Ding schon umgenietet oder was? Alter, es ist schon kaputt. Scheiße. Wir Soldaten. Das Ding ist schon tot. Hau ab. Okay, wir sind auch gleich tot. Hehe. Das kann ja heiter werden. Ich kann halt auch nicht auf beiden Seiten immer gucken. Puh. Aua! Ah! Cool. Nein! Das ist aus! Konnte der Penner... Das ist eigentlich unmachbar. So schnell, wie die da umgesägt haben, ey. Boah, ich kann gerade gar nicht reden. Noch mehr Soldaten kommen, Gun. Ja. Das ist nicht die Art von Satz, den ich hören will. Ich muss mich jetzt irgendwie... Toll! Boah, dieser scheiß Mannschnitter. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, guck dir da. Ach nee. Wieder fast tot. Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen ratlos, wie ich das schaffen soll. Okay, ich hab's raus. Man muss also gucken, dass die Dinger stehen bleiben. Wenn die so anfangen zu kreischen, muss man einfach gucken, dass die stehen bleiben. Und schnellstmöglich wieder aufstellen, dann hat man eine Chance. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das packen soll. Das ist eigentlich nur ein ständiges... hin und her laufen und gucken, dass da keiner die Dinge angeht. Ah.
So, das lief ja schon mal nicht schlecht, aber ich habe das Gefühl, ja, gleich kommen noch die Mannschnitter. Und eine hat es ja schon gekostet. Das ist natürlich jetzt blöd für euch, weil ich... Ja, das ist natürlich jetzt blöd, weil ich die ganze Zeit hinter euch... So. Die ganze Zeit hinter euch herlaufen muss. Und auch Alter, ich kann gar nicht mehr reden. Hin und her laufen muss. So. So, kommt da noch einer? Nein, da kommt keiner. Ah, der ist umgefallen, okay. Das ist halt einfach nicht machbar. Hau ab! Der andere ist auch umgefallen. Okay, das war's. Ach nee. Sag nur. Boah, wie dämlich, mal überlegen, wie der das überlebt. Voll in die Fresse. So. Ja, toll. Mit der Schrotflinte. Oh, es ärgert mich gerade so. Es geht mir so hart auf den Sack. So. Der liegt schon wieder wahrscheinlich, oder? Jo, habe ich gar nicht mitbekommen. Toll. Wozu sind die Anlagen überhaupt gut, wenn sie nichts aushalten? Jo, der liegt auch. Der liegt auch. Sehr schön. Nö, kann ich gerade wieder laden. Das macht keinen Sinn. Ohne die Dinger bin ich hoffnungslos verloren. So, da kommt der erste. Ich kann mal noch was anderes probieren. Pass mal auf. So. Und die von hinten kommen oder von oben, die schnapp ich mir. Probier mal das mal. So habe ich das gemeint. Lad nach! Von wo noch? Bisschen auffrischen und wieder zurück. Ja. Alter. Das war sehr doof. Weil ich habe die Waffe nicht gewechselt bekommen so schnell. So. Okay, aber das scheint eine relativ sichere Taktik zu sein. Von wo? Alter, was war... Was war denn bitte das? Okay, die Maschinen sind alle über Haufen geworfen. Da muss irgendwo ein Soldatennetz sein. Nee, sag nur. So. Bams. Gar keine Mannschnitter gesehen für diese Runde. Okay, ich nehm's zurück. Eieiei, komm, eine Runde probieren wir noch. Eine Runde, einmal probieren wir es noch und wenn es dann nicht funktioniert, dann melde ich mich wieder, wenn ich es gepackt habe.
wisst, wie das läuft. Jetzt schaltet sich das Scheiß. Nein! Das ist mir zu blöd, wenn sich das Teil schon abschaltet. Ich weiß nicht, ob die da eine Granate werfen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, wie die so schnell da sind. Ja, ja, ja. Was machst du denn einfach mal her, Kumpel? Ich habe aber das Gefühl, die kommen auch von immer von anderen Seiten, oder? So. Komm, schnell nachladen. Wie gesagt, einmal probiere ich es noch. Ja, ja. So, und wenn wir dann scheitern, dann ist es halt so. Dann werde ich so lange spielen, bis wir es gepackt haben. Wieso kommen die jetzt alle von da? Vielleicht schafft das uns aber auch eine bessere Chance. So. Wo ist denn noch einer? Ah, da hinten sind gleich zwei. Korrigiere. Ah, da ist einer. Nachladen, Kumpel. Die Scheißteile. So. Jetzt hier mal Schluss. Okay, 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 okay. Blöden Dinger. Ach. Scheiße, ich bin gleich tot. Ja, das war's. Okay, die Taktik war ganz clever. Ich würde sagen, wir melden uns dann wieder. Ich mach mal kurz Pause. Wir melden uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut. Wie gesagt, ich moderiere auch jetzt ein bisschen ab. Wenn ich mich wieder melde, dann haben wir's geschafft. Bis dahin, euer Pulsar. Tschüss.